Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Gut, dass es noch nicht geupdatet worden ist. Wird wahrscheinlich bald wieder passieren. Und bevor das passiert, machen wir erstmal noch die vierte Challenge, nämlich die Darkness Falls Challenge. Oh, ein kaputter Schlüssel. Geil. Und wir sehen ziemlich krank aus. Wir haben nicht mehr Augen. Oh mein Gott. Wir sind Eve und haben keine Augen und um uns rum fliegt ein Schwert. Ah, was ist hier los? Naja, das ist auf jeden Fall die Darkness Falls Challenge. Da oben seht ihr nochmal den Seed. Und wir haben von Anfang an das Pentagramm, was uns stärker macht und die Chance auf dem Devil-Raum erhöht, soweit ich weiß. Dann den toten Vogel, der macht, dass er, also der greift an, sobald wir einmal getroffen worden sind. Dann haben wir noch das Hure von Babylon-Item, dass wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, dass wir dann stärker werden. Es sei denn, wir sind gerade Eve als Charakter und das sieht auch so aus, das heißt, wir kriegen sogar den Effekt. Oh. Den Effekt von Hure von Babylon schon, wenn wir nur ein rotes Herz haben. Ah, dann hätte ich vielleicht das blaue Herz jetzt nicht einsammeln sollen, wa? Hm, naja, zu spät. Dann haben wir noch das Rasierblatt als Space-Item. Wenn man das einsetzt, dann verlieren wir ein Herz Schaden und machen dann für den Raum, wo wir es eingesetzt haben, eine Attacke mehr. Also dann 4 statt jetzt 3. Dann haben wir noch das Messer, das um uns rumfliegt und Tränen abwehrt und sehr viel Schaden macht, wenn man damit Gegner trifft. Und noch die dunkle Materie, die diese schwarzen Tränen halt macht, dass die Angst haben vor uns, die Gegner. Ja. Das ist ziemlich OP, wenn wir von Anfang an einfach schon 3 Schaden haben. Ist das schon recht nice. Und Ziel ist, Satan zu besiegen. Den netten kleinen Satan einfach zu besiegen, ist nicht so schwer. Denke ich mal. Satan ist ja jetzt nicht so ein schwerer Gegner. Vor allem nicht, wenn wir so OP gleich von Anfang an sind. Obwohl wir gar nicht so viel Schaden machen, wie ich das gerade gesehen habe. Hm. Naja, schauen wir mal. Haha, du hast Angst vor uns. Achso, die dunkle Materie macht einen übrigens auch noch stärker. Das sind nicht nur Angst drin, sondern die machen einen auch stärker. Das wusste ich vor dieser Challenge noch gar nicht. Aber ist so. Oh. Ah, ich dachte eben, das Messer hat die kaputt gemacht, aber war gar nicht so. Aber wir können ja... Yay! Wir haben einen Scheißhaufen mit dem Messer zerschnitten. Ist das nicht toll? Wollen wir unser Space-Item einsetzen? Lieber nicht. Wir brauchen alle Leben, die wir kriegen können. Und ein Leben zu opfern, nur damit man eine Attacke dazu bekommt, ist schon ein bisschen krasser Tausch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte vielleicht nicht das blaue Herz sofort einsammeln sollen. Sondern lieber erst ein rotes Herz verlieren, damit wir den Hure von Babylon-Effekt bekommen und einfach noch stärker werden. Aber na gut. Kannst du nichts machen. Wir haben noch einen Schlüssel. Aber für den Shop lohnt sich das nicht. Nach einem Geheimraum können wir nicht suchen. Sonst haben wir alles. Ja, gut. Gehen wir weiter runter. Ja, Ziel ist Satan. Und wir kriegen die Rune von Degas. Dagas. Da, daga, ja, ja. Wenn wir das schaffen. Und das ist eine Karte. Nee, das ist keine Karte. Das ist eine Rune. So wie bei den ganzen anderen Challenges auch. Und diese Rune bewirkt, dass man ein Seelenherz bekommt, also diese weißen Herzen. Ah, nee, rote Herzen. Seelenherzen sind rote Herzen. So ein rotes Herz. Und es macht die Flüche weg, wenn du gerade in der Ebene einen Fluch hast. Also nicht so ein gutes Teil, aber man kriegt immer noch ein Seelenherz. Quasi eine abgespeckte Version von Hierophantenkarte mit zusätzlich Fluchentfernung. Obwohl man ja so oft gar nicht Flüche hat, also weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Aber wir wollen natürlich alle Challenges machen, denn dadurch schaltet man ja auch immer neue Sachen frei. Und wir wollen ja natürlich auf 100% kommen hier in dem Spiel. Also machen wir das natürlich gerne. Au, okay, das war dämlich. Das war mehr als dämlich. Macht nix, hallo Pin. Du bist nicht Pin, du Kleiner. Du bist Pin, ja richtig. Das war mit Absicht. Ich wollte ihm mal ein bisschen Schaden machen mit dem Messer. Yay. Läuft bei uns. So, noch ein paar Pillen. Was haben wir da noch? Ein Herz, sehr schön. Und, okay. Full Health. Und Paralyse, ja gut. Ja gut. Ist nicht so schlimm.
Da unten haben wir noch einen Raum, da gehen wir noch rein. Und ich wünsche mir eine kleine Bombe von dir, Spiel. Damit ich in den blauen Stein aufspringen kann. Wärst du so lieb? Wäre echt richtig nice. Aber wir kriegen natürlich nur Schlüssel. Weil das Spiel, aua, uns nicht mag. Spiel, gib uns eine Bombe. Bitte. Komm schon. Bombe. Oh. Keine Bombe für uns. Gut, wir könnten in den Shop reingucken und hoffen, dass da eine Bombe für 3 Münzen ist. Aber nö. Das ist auch kein weiteres Geld. Ja gut, dann können wir nicht weitermachen. Müssen wir leider den blauen Stein da unten hier lassen. Aber wenigstens hatten wir nicht The Hound als Bossgegner. Immerhin etwas. Und wir sind schon in der 3. Ebene. Ich denke, diese Challenge wird nicht so lange dauern, weil wir auch einfach wieder voll stark sind. Aber vielleicht irre ich mich auch wieder. Wow, die habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht sterben wir auch einfach ganz schnell. Das kann auch sein. Ich hätte aber gern ein anderes Space-Item, wenn ich ehrlich bin. Weil das Space-Item, was wir jetzt haben, ist nicht so ganz geil. Sich selber Schaden machen. Nur damit man mehr Schaden zu anderen macht. Man sollte sich nicht selber schaden. Nicht mal, wenn man Eve ist. Nicht mal dann. Auch wenn der Vogel tot ist, den man damals so geliebt hat. Sollte man sich trotzdem nicht selber schaden. Hi. Alles gut bei dir. Du gibst uns doch bestimmt ein gutes Item, oder? Ja, ja. Spreng dich erstmal selber in die Luft. Au. Und dann spreng uns in die Luft. Und jetzt sterben wir. Oh Gott. Da muss man ja richtig aufpassen. Okay. Vogel macht das. Vogel ist cool. Vogel macht das. Oh, der Vogel macht sogar mehr Schaden als im alten Isaac. Kann das sein? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein anderes Space-Item. Nein, Blast-Item. Wie geil sind wir denn bitte aus? Wie so ein Steampunk. Ist ja hammer nice. Und wir haben 5 Bomben bekommen übrigens dadurch. Dadurch, dass wir den Blast-Damage aufgesammelt haben. Ach, das Messer fängt auch Sachen ab. Okay, das ist gut zu wissen. Das sieht voll cool aus. Ich mag, wie wir aussehen. So. Oh, da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht selber treffen. Oh, der ganze Boden vibriert einfach, wenn wir eine Bombe hinsetzen. So, das können wir gleich mal einsetzen. Das ist bestimmt besser. Haben wir wenigstens wieder 3 Leben. Hallo, du. Hallo, Schlüssel, an den wir nicht rankommen. Aber den brauchen wir auch nicht. Und hallo, Shop. Bitte habt gute Sachen für uns. Oh, eine Batterie. Eine Batterie, eine Batterie, eine Batterie, eine Batterie, eine Batterie. Die wollen wir haben. Die wollen wir auch sowas von haben. Oder den Automaten. Der Automat ist natürlich auch cool. Wir gehen erstmal zum Boss. Hallo. So, jetzt machen wir mehr Schaden. Machen wir jetzt... Was? Wie machen? Oh, das wird einfach nur nicht angezeigt. Und er hat Angst vor uns. Das heißt, er sollte eigentlich nicht vor unter uns... Jetzt hat er keine Angst mehr. Unter uns spawnen. Oh, aber das ist natürlich auch cool. Wenn wir uns selber wehtun, dann kommt natürlich auch unser Vogel raus. Das heißt, wenn wir unser Space-Item einsetzen, machen wir mehr Schaden. Und unser Vogel ist auch noch da. Um uns tatkräftig zu unterstützen. Und zudem werden wir so hübsch rot. Finde ich aber nice, wie der immer Angst hat und dann gar nicht mehr zu uns hingeht. Zu, das habe ich komisch betont. Egal. Jojo, nochmal Shot Speed Up und so Speed Up. Oder was ist ein Tier Sub? Ich sollte vielleicht mal die Effekte lesen. So. Den besiegen wir mit dem Messer. Stirb, haha. Was bist du für eine Paralyse? Ja, super toll. Ich liebe Paralyse. Ich bin so gerne paralysiert, aber wir sind super glücklich. Endlich haben wir wieder eine Spritze genommen. Endlich. Das haben wir so vermisst. So, ich denke einfach mal, da ist der Geheimraum. Was? Wieso nicht? Das Spiel betrügt uns. Sonst waren wir überall, wie es scheint. Gut, dann vielleicht da. Jetzt haben wir leider auch nicht mehr so viele Bomben. Aber da war er, okay. Mit einem Automaten. Hm.
Geben wir uns mal eine 10er-Münze. Oh, oder was ist das? Speedrun, ne. Na gut, dann sprengen wir es in die Luft. Haben wir wenigstens wieder volle Leben. Da ist doch auch was Schönes. So. Ja, jetzt können wir uns leider die Batterie nicht kaufen. So, du gibst uns bitte was. Bitte mit dem letzten. Danke. Und dafür darfst du sterben. Schön. Hat irgendwie gar nichts gebracht. Wir haben einfach nur 2 Bomben verschwendet und 3 Geld dafür. Das können wir natürlich eingehen. So, ja, gut. Gut. Läuft doch. Soweit. Soweit, so gut. Oh nein, Curse of the Darkness. Hätten wir jetzt die Karte, die wir hier freischalten würden, dann hätten wir das aufheben können. Aber wir sind doch noch in der Challenge drin. Oh nein. Das muss wohl Schicksal sein, dass wir genau jetzt Curse of the Darkness bekommen. Das muss Schicksal sein. Genauso Schicksal, wie wir gestern das Blue Baby bekommen hatten, obwohl wir das erst ein Run davor freigespielt haben. So, oh, den hatten wir, glaube ich, noch nie. Swallowed Penny. Yay. Ich weiß nicht, was er macht, aber der ist bestimmt cool. So ein Swallowed Penny ist... Oh, wenn wir Schaden bekommen, dann lässt er Sachen fallen. Dann lässt er Geld fallen. Ja, ganz dull. Cooles Item auf jeden Fall. Und du auch noch. Oh. Okay, das nehmen wir... Nee, nehmen wir doch nicht mit. Mit dem Trinket wäre halt in jedem Stein Geld drin, aber... So viele Bomben haben wir gar nicht. Ah, wollen wir doch den Stein mitnehmen? Aber wir kriegen ja auch so Geld, wenn wir jetzt getroffen werden und so. Ich weiß ja nicht. Was sollen wir machen? Schlüssel und Bombe, die lassen wir erstmal da. Boah, ich sehe gar nichts. Dieses Curse of the Darkness ist ja richtig schlimm. Hatte ich nicht so schlimm in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Und, gib mir. Gib mir mein Trinket, das ich haben will. Du weißt genau, welches Trinket ich will. Oh. Okay, 2 weitere Münzen, dann sind wir reich. Reich sind wir dann. Dann kann das niemand mehr aufhalten. Oh, außer Maden. Die wir jetzt mit unserem Messer töten. Und dabei ganz viele Leben verlieren. Egal, dafür haben wir Geld bekommen. Und da kriegen wir auch unser Herz wieder. Das ist doch alles schön. So, wir holen uns natürlich die Robe. Auch wenn wir noch gar kein Space-Item haben, wofür die Robe sich lohnen würde. Aber das kommt sicherlich noch. Sind die so verschreckt, dass sie gar nicht mehr angreifen, wenn sie erschreckt sind? Dann sind sie vor Furcht erstarrt. Das ist praktisch. Das finde ich gut, dass ihr da nicht mehr angreift. Das finde ich richtig nice von euch. Gut, kämpfen wir halt mit dem Messer, wenn das so viel stärker ist. So. Und nochmal alles dunkel machen. Das ist hier viel zu freundlich ohne die Dunkelheit. Hallo, Gertie. Komm, wir setzen unser Item ein. Dann kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld. Und stärker sind wir dadurch auch. Ach, Gertie. Was soll ich nur mit dir machen? Wieso hast du so viele Leben, Gertie? Au. Oh, oh. Okay, egal. Sind wir noch stärker? Wird das denn wenigstens... Oh. Schaut mal unser Damage an. Oh Gott, ich habe gerade voll Angst, dass diese Dinger da unten mich treffen. Deswegen mache ich die mal schnell kaputt, auf jeden Fall ein. So. Und sollte tot sein? Ja, danke. So. Was war das? HP-Up? Oh, wie viele HP-Ups kriegen wir denn? Wollen wir das halbe Herz jetzt mitnehmen, ist die Frage. Wir haben gerade den Hure von Babylon-Effekt und unser Damage ist einfach 5. 5 ohne... Einfach ein Pilz, ja super. Ohne den Effekt von unserem Razorblade, von unserer Sierklinge. Au.
Oh, alles in diesem Raum explodiert. Ich hasse diesen Raum. Hilfe. Jetzt haben wir halt so wenig Leben. Hätten wir noch ein paar blaue Herzen mehr, dann wäre das schöner. Deswegen sind die HP-Ups auch eigentlich nicht so geil gewesen, die wir jetzt gefunden haben. Aoi scheint wirklich Eve zu sein, weil wir schon bei einem Herzen den Ure von Babylon-Effekt bekommen. Denn das geht nur bei Eve so. Bei einem anderen... Oh nein. Erst bei einem halben roten Herz. Und ich bin gegen das Feuer gelaufen. Ist da oben ein Raum? Nee. Geheimraum. Wo wirst du sein? Wir nehmen einfach mal das Ding hier mit. Wir brauchen nämlich kein weiteres Geld. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Oh, nee. Wo der Geheimraum sein könnte. So. Ihr hört jetzt mal auf zu schießen. Oh nein, wenn die einmal treffen, sind wir tot. Ich werde diesmal hoffentlich nicht einfach in deren Schüsse reinlaufen, so wie bei wie einmal. Oh Gott. Nein, 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 nein. Lasst mich einfach in Ruhe und sterb. Dankeschön. Das ist richtig dumm, dass ich hier mit einem Leben einfach die ganze Zeit weitergehe. Obwohl ich ja Leben einsammeln könnte. Naja, so. Der wird wahrscheinlich hier sein, der Geheimraum. Was? Dann da? Danke. Wieder nur Geld. Mann. Ist jetzt die Frage, wollen wir hier rein? Eine. Ja, toll. Du blöde Kiste. Okay, das versuchen wir gleich nochmal. Das kann ja wohl nicht sein. Tötet uns einfach eine Trollbombe. Ja, vielleicht haben wir ja diesmal mehr Glück, dass wir nicht so viele Lebensupgrades finden, sondern eher blaue... Lol. Sondern eher blaue Herzen. Das Schwert ist richtig, richtig scharf. Das ist richtig stark. Sollte man vielleicht mal öfters mit kämpfen. Beziehungsweise wir kämpfen jetzt nur noch damit. Komm, wir haben keine Angst vor dir. Oh, okay. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen Angst vor dir haben. Widow! Hey! Du hast Angst vor uns. Das ist unsere Chance. Unsere Chance. Okay, doch nicht. Jetzt. Yeah. Krass, wie stark das einfach ist. Oh, hier ist ein Shotspeed up. Nice one. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Da haben wir nur ein ganzes Herz. So viele Leben haben wir noch gar nicht verloren, wie wir einsammeln könnten. So, der Shop lohnt sich natürlich nicht, aber wir haben eine Bombe diesmal von Anfang an. Okay, wo haben wir die her? Wieso haben wir eine Bombe? Hatten wir doch letztes Mal noch nicht, oder? Eben beim Versuch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht das Beste. Solltet ihr aber inzwischen auch gemerkt haben. So, so. Aber diesmal ist hier kein blauer Stein. Wir könnten höchstens nach einem Geheimraum suchen, der wahrscheinlich hier ist. Hoffentlich. Danke. Oh, okay. Eine Bombe für zwei Bomben. Oh, warte, das ist so ein geiler Raum, wa? Ach komm. Yay! Speed und Range Up. Oh, jetzt möchte ich noch mehr haben. Ich möchte noch mehr haben. Immer mehr Bomben. Aber wir kriegen keine mehr. Das heißt, wir müssen einfach weiter runtergehen. Und wir sind richtig knuffig. Guck mal, wie süß wir sind. So ganz klein. Und ich sollte den Seed vielleicht nochmal zeigen. Sie zeigen T439H87Y. So. Pau, pau, pau. Ich habe schnelle Tränen. Jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr... Oh, ist der Danny explodiert? Hilfe. Sehr gut. Vielleicht, wir sollten es noch einmal treffen lassen. Dann können wir in den Challenge-Raum und können da nochmal verlieren, obwohl wir gerade gut ausgerüstet sind. Oh, guck mal. Guck mal einer an. Das hat sich doch gelohnt. Jetzt sind wir ein kleiner Gnom, der ganz böse ist. Das sieht ja aus. Hallo.
Zwei Pillen für uns und Pin. Pin. Tears up. Oh, aua. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, wir haben eine Telepille gefunden und das sammeln wir natürlich auf. Ganz viel Scheiße, ganz viel Scheiße. Dieser Raum ist scheiße, voller Scheiße. Wie viel Glück hatten wir denn jetzt bitte? Wir haben einfach eine Telepille gefunden. Puh. Okay, jetzt dürfen wir nur nicht unser Heiligenherz verlieren. Okay. Okay, ich will mein Heiligenherz natürlich trotzdem nicht verlieren. Aber wenn wir einmal getroffen werden, ist es weg. Damit müssen wir leben, wenn es weg ist. Aber eventuell werden wir nicht mehr getroffen. Das wäre schön. Schön. Wäre das? So, bevor wir zum Boss gehen, machen wir natürlich noch alle anderen Räume einfach, um die Chance zu erhöhen, dass wir nochmal getroffen werden. Weil getroffen werden macht immer Spaß. Getroffen werden ist quasi das Beste auf der Welt. Ich meine, wer möchte nicht mehr getroffen werden? So von Gegnern und dann schön Leben verlieren und sein Heiligenherz wegschmeißen. Das ist was richtig Schönes, Leute. Was richtig Schönes. Wir gucken mal in den Shop rein. Da kann nämlich noch ein blaues Herz drin sein, aber ist es nicht. Was warst du? Weiß man nicht. Speed up. Ja gut. Sag ich nicht nein. Und wir kriegen hier natürlich auch Pin als Bossgegner. Und er hat Angst vor uns. Oh. Du brauchst keine Angst vor uns haben, Pin. Nicht vor uns. Wir sind doch süß und knuddelig. Genauso wie du. Siehst du nicht, wie klein und süß wir sind? Nicht vor uns weglaufen. Oh. Ist das dein Ernst? Nein, ich will da wieder rein. Da war der Dark Bum. Oh Mann. Jesus, da war voll viel drin. Ich will da nochmal rein. Gib mir eine Joker-Karte. Oh. Och nö. Lass mich da wieder rein. Fuck. Das war richtig dämlich. Na gut. Da war einfach der Dark Bum drin. Der hätte alles verändern können. Und da waren noch mehr Sachen drin, aber die habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ah. Wieso bin ich da wieder rausgegangen? Ich voll dummel. Voll dummel, ja. Das sind die Wörter hier. Das sind die Beleidigungen von heute. Voll dummel. Sagt man doch heutzutage so, oder? So als hipper Teenie. Bin auch noch Teenie. Ja, ich bin jung. Ich bin noch voll im Trend. Money, money, money. Auch wenn meine Cousine denkt, ich bin voll alt. Damit bin ich erst 18. Bald 19. Sogar in diesem Monat bin ich 19. Ist das nicht super toll? Ich weiß ja nicht. Ich möchte das Fragezeichen-Ding. Und dafür spare ich jetzt. Ich spare jetzt für das Fragezeichen-Ding. Könnt mich mal... Wow. Wie schnell wir eben waren. Wir waren eben sogar noch kleiner als sonst schon. Wie das aussieht. Njung. Njung. Oh, da kommen wir nicht rein. Wir haben keine volle Leben. Aber ich will auch das eine Herz da unten das noch nicht einsammeln. Kommen wir auch nicht ran. Was sind das alles für unnötige Räume hier? Genau. Lauft weg. Ihr habt's erkannt. Von mir sollte man lieber weglaufen. Okay, jetzt haben wir so viele Herzen. Dann können wir auch mal in den Challenge-Raum rein. Njong. Hallo, Challenge-Raum. Blub. Wir waren so schnell, dass wir sogar über die eine rübergegangen sind. Über die eine Truhe, bevor sie unterschieden ist. Auch nicht schlecht. So. Hallo. Hallo. Au. Okay, da dachte ich, der stirbt schneller, um ehrlich zu sein. Okay, den machen wir mit Messer. Sehr. Null Komma nix und er ist tot. Oh, noch eine Kiste mit einer Trollbe mit drin. Ja, sowas habe ich mir gewünscht. Das ist immer toll, wenn man so eine Trollbombe geschenkt bekommt. Das ist immer ein super tolles Geschenk. Das ist sogar mein Lieblingsgeschenk. So, hi. Warte, willst du mal hier unten hinschießen? Ja, wahrscheinlich wird der Geheimraum eh hier sein. Komm. Nein. Hierher. Nein. Hierher. Nein. Hierher. Nein. Alles falsch. Schieß sofort hierher. Danke. Nee, war anscheinend noch nicht richtig. Der Geheimraum ist bestimmt hier. Ja, gut, danke. Aber hier sollst du einmal hinschießen. Nein. Ah,
Immer diese Rotzspeier, die zufällig irgendwo hinspucken. Okay, jetzt langt es mir. Jetzt stirbst du. Der ist aber scheinbar wirklich nicht da, oder was? Nee. Oh, okay. Dann sorry, du Rotzspeier. Wusste ja nicht, dass du die Wahrheit sagst, dass da nicht der Geheimraum ist. Ich dachte, du willst mich anschwindeln. So, Telepille. High Prices. Super Geheimraum. Weiß man nicht, wo er ist. Und der normale Geheimraum wird wohl hier sein. Genau. Oh, noch ein Fragezeichen. Fire Weight Up. Odd Mushroom. Oh, nice. Noch schneller schießen? Hat der nicht irgendwas runter... Ja, der hat unseren Damage runtergesetzt, so wie ich das sehe. Da steht er natürlich nicht bei, ne? So, wir brauchen 2 weitere Münzen, wie es mir scheint. Und die wirst du, Automat, mir jetzt besorgen. Ja, das sind 2 Münzen, aber jetzt brauche ich noch weitere. Ja, noch mehr. Ja, gut. Gib mir mal... Jetzt brauche ich 4 Münzen. Automat, please. Gib mir einfach ein Dime. 10 Münzen und dann bin ich glücklich. Automat. Bitte. Sei nicht so. Danke. Oh. Automat, das langt nicht. Gib mir jetzt sofort mein Geld. Oder den 99-Dollar-Bill jetzt. Oh. Blöder Automat, jetzt haben wir all unser Geld verspielt. Nein, wie soll ich jetzt nur nach Hause kommen? Ich habe kein Geld mehr. Ah, was war das? Ach, eine Telepille, ne? Das war ja nur eine Telepille, High Prices. Können wir vielleicht mal einsetzen? Ja, bei Gertie. Pow! Instant tot. Cool. Oha. Hä, fuck, jetzt haben wir trotzdem nur 3. 3 Striche bei Damage, na gut. Na gut, wir sind aber auch schon wieder in der 4. Ebene. Das geht irgendwie richtig schnell in dieser Challenge. Kommt mir so vor. Der Pilz sah viel zu gut aus. Den müssen wir noch in die Luft sprengen. Nicht. Du hast Angst vor mir. Geht weg. Danke. Hab weiterhin Angst vor mir oder stirb. Ja, gut. Gut, sterben ist auch eine Option. Danke für das Geld. Brauche ich nur gar nicht, aber gut. So, wir müssen aufpassen. Gut, ne, wir müssen doch nicht aufpassen. Odd Mushroom ist zwar witzig, aber wir nehmen natürlich das Ding mit, wenn wir es schon haben. Aha, deine Marder hat Angst vor uns. Siehst du es? Deine Marder hat Angst vor uns. Also musst du auch Angst vor uns haben. Hast du aber nicht? Okay, dann nicht. Dann stirb halt einfach und lass mich in Ruhe. Gut, das war wieder dumm. Ich hätte mich erst auf ein Leben runterschwächen sollen. Ach ja, erinnert mich mal dran, dass wenn ich blaue Herzen finde, mich erstmal runterschwäche. Wenn ich sowieso nicht so viele Leben habe. Explodier mal bitte. Nein, explodiert mal bitte bei dem. Danke. Bei dem Pilz. Sir. Oh, ich würde auch sehr gerne Isaac jetzt mal im Multiplayer spielen, fällt mir gerade so auf. Habe ich noch nie gemacht. Aber das liegt auch daran, dass keiner in meinem Freundeskreis das Spiel irgendwie gut kann. Ich auch nicht, aber ich kann es immer besser als sie, würde ich einfach mal behaupten. So. Und das ist schade. So, aber Spaß wird das wahrscheinlich trotzdem alle mal machen. Oh, ein blaues Herz und eine Karte. Ich will die Karte haben. Ich will die Karte so unbedingt haben. Gib mir die Karte. Spiel, du gibst mir jetzt die Karte. Ist das klar? Haben wir noch irgendwo... Ja, da oben. Wir haben noch ein paar Räume. Spiel, gib mir 12 Münzen, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden mit dir, Spiel, und mit der Welt. Und das willst du doch, Spiel. Ich weiß es. Ich weiß, dass das Spiel will, dass ich glücklich bin. Im tiefsten Inneren will es das. Wahrscheinlich will es eher, dass ich weinend in der Ecke sitze, aber gut. Das ist ja ein anderes Thema. Au. Hat das Spiel ja auch schon geschafft. Also brauche es nicht mehr. Es braucht meine Tränen nicht mehr. Ich habe schon genug Tränen vergossen bei diesem Spiel. Jetzt ist deine Chance, Spiel. Jetzt kannst du mir beweisen, wie lieb du mich hast. Nicht mit dem Schlüssel, mit Geld. Ich will nur Geld. Alles, was zählt, ist Geld, Spiel. Oh, danke.
Danke für den Geheimraum auf jeden Fall. Kein Geld. Ist da Geld drin? Nee, nur ein schwarzes Herz. Na toll. Ja, toll. Das ist dann wahrscheinlich auch gleich wieder weg. Sobald wir zum Boss gehen, ist es wieder weg. So, einen Raum haben wir noch. Beziehungsweise mindestens einen Raum. Ja, ein Raum. Unnötiger Raum mit blöden Spinnen drin. Komm, den töten wir mit dem Schwert. Aha! Okay. Wir können noch nach einem... Ach nee, doch, das war der super Geheimraum. Okay, dann können wir auch noch einen normalen Geheimraum suchen. Der wohl sein wird hier. Nicht. Dann ist der wohl woanders. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er woanders ist. Auch nicht. Na gut. Na gut, Spiel, dann nicht. Dann haben wir halt wieder keine Bomben. Hallo! Hallo! Hallo, hallo! Wie konntest du es wagen, mir mein schwarzes Herz wegzunehmen? Oh, was ist das? Speed up uns... Okay, wir werden immer kleiner. Nein, wir schrumpfen. Nein, bald sind wir nur noch... Oh. War das die Reichweite? Oben rechts? Ich glaube schon, ja. Alter, wir werden einfach immer kleiner. Bald sind wir nur noch so ein kleines Baby. So ein kleiner, richtig kleiner Gnom. Und dann müssen wir wieder in den Bauch von unserer Mutter zurück. Nein, nein, nein. Oh, shit. Okay, neun Leben. Doch, 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 das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir immer den Huchen von Babylon-Effekt. Oh, ich habe das einfach... Ich habe gesehen, Katzen-Item mitnehmen. Mitnehmen, sofort mitnehmen. Okay, wie schnell sind wir jetzt immer? Fünf. Fünf. Nice. Okay, ist gar nicht so scheiße. Haben wir halt zwei rote Herzen weggegeben. Aber das passt. Sollte nicht das Problem sein. Ach, nur zwei? Hä, waren das jetzt drei Wellen oder wirklich nur zwei? Auf jeden Fall sind wir recht stark. Was ich sehr schön finde. Und super klein. Was ich auch sehr geil finde. So, Envy. Du hast eh keine Chance. Wir machen dich mit unserem Messer tot. Siehste? Niemand legt sich mit uns an. Niemand, nicht mal du. Das Messer ist ultra stark. Hier ist ein blauer Stein, by the way. Ah, nett von dir, Spiel. Für das blaue Herz. Kullern die auch vor uns weg, wenn sie Angst haben? Nö. Na gut, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. So, ich glaube, in diesen Skulls können auch gute Sachen drin sein, aber da wir nur ein... Oh. Da wir nur eine Bombe... Jetzt haben wir gar keine Bombe mehr? Hä? Hatten wir nicht eben noch eine? Hä? Ich krieg gar nichts mit. Habe ich eben eine Bombe eingesetzt gehabt? Okay, what the fuck. Scheinbar. Oder mir wurde irgendwie eine Bombe abgezogen. Aber wahrscheinlich habe ich sie irgendwie eingesetzt und ich habe sie da nicht mitbekommen. Ich finde es auch gerade sehr merkwürdig, dass wir keine Space-Items finden. Und da ist noch ein blauer Stein. Oh, Spiel, gib uns jetzt eine Bombe. Ich will diese blauen Steine öffnen. Koste es, was es wolle. Blaue Steine, da ist noch ein blauer Stein und wir haben keine Bomben. Das Spiel will uns einfach ärgern. Au. Das tat weh. Spiel, was soll das? Warte, warte, warte. Ja. Gut. Ich wollte den gerne mit dem Messer töten. Hat aber nicht so geklappt, wie ich mir das dachte. Wieder nur ein Schlüssel. Ah, Spiel, gib uns bitte ein paar Bomben. Was will ich mit 10 Schlüsseln, Spiel? Ganz ehrlich. Ich habe genug Schlüssel, Spiel, danke. Na, was ist das für eine 5? Was macht da eine 5? Ja, komm, gehen wir einfach mal rüber. Okay. Nein, die 5 hat dann in die nächste Ebene teleportiert. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Oh, nee. Gar nicht gesehen, dass da ein Stein in der Mitte ist. Toll, jetzt haben wir die Items von Mom nicht bekommen. Andererseits müssen wir Mom jetzt auch nicht besiegen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Oh Gott. Ja. Ja, gut. Rot-blaue Herzen sind immer schön. Sure. Kleines schreiender Engelbaby, mal bitte alle sterben. Und ihr T-Shirts könnt auch alle mal sterben. La la la. Au. Zwei. Es sind... Hä? Sind es jetzt immer nur zwei? Das waren doch immer... Wow. Das waren doch immer drei, oder nicht? Drei Chargen. Dachte ich zumindest, aber scheinbar haben die das jetzt abgeändert. Oder es war schon immer nur zwei. Oder ich habe wieder falsch gezählt. Alles möglich, alles möglich. Wieso werden wir die ganze Zeit wegteleportet? Blödes Spiel. Oh, ich hätte nachgucken können, ob da so eine Engelstatue war. Naja, zu spät. Vielleicht kriegen wir ja nochmal den Engelsraum, sobald wir den Boss hier besiegt haben in dieser Ebene. Eventuell ist das so. Und dann gibt es hoffentlich mal einen Engelsfight. Das wäre voll schön. Wenn ihr wisst, wie man so einen Engelsfight macht oder bekommt. Also man ist im Engelsraum und macht dann diesen so einen Stein da kaputt und dann sollte so ein Engel erscheinen. Aber mir funktioniert das ja nicht so wirklich. Wenn ihr also wisst, wie man den bekommt, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Da möchte ich mich jetzt mal spoilern lassen. Damit ich... Ich weiß, dass ich dadurch diese Schlüssel bekomme. Für den Mega-Satan. Das weiß ich schon. Dass ich beide davon brauche, damit ich, glaube ich, zum Mega-Satan komme oder sowas. Bin ich mir auch nicht so sicher. Ich war ja noch nicht mal in der Ebene mit dem Mega-Satan. Oh, oh, oh. Ich habe noch richtig viel vor mir in diesem Spiel. Merke ich gerade so. Wir waren noch nicht beim Blue Baby. Wir waren noch nicht beim Mega-Satan. Aber immerhin waren wir jetzt in den letzten Folgen mal bei Isaac. Ist das nicht schön? Und haben auch endlich Idliss freigeschaltet. Also langsam geht das voran. Ich verwende hier halt voll viel Zeit für die ganzen Challenges. Ich meine, wenn das schon 20 Challenges sind, dann sind das schon 20 Folgen allein für die Challenges mindestens. Manchmal brauche ich auch mehr Versuche für eine Challenge. Wie zum Beispiel für die Solar System Challenge. Was übrigens die schwerste Challenge von allen ist bisher. Blöde Solar System Challenge. Da hatte man nur so ein paar Fliegen um sich rum. Und konnte weder Tränen schießen noch irgendwie anders Schaden machen. Nur mit diesen Fliegen. Zettelmann hat einen Begleiter gefunden. Dann ging das auch damit. Besonst gar nicht. Oh. Mach so einen Doppelraum. Eine 4. Was macht eine 4? Was hast du gemacht? Alles gerewollt auf der Ebene? Vielleicht. Vielleicht. War hier auch vorher ein Herz? Ich glaube schon. Da war auch vorher eine Bombe oben. Ha, was hat's denn dann gemacht? Ja, danke für uns. Du kannst nicht schießen, sage ich doch. Okay, da rechts will ich erst gar nicht hin, denn da werde ich wahrscheinlich ein Leben verlieren an den Stacheln. Aber wir können doch nach einem Geheimraum suchen. Dann keine Ahnung. Dann ist der super Geheimraum eventuell da. Okay, eine Sache versuchen wir noch. Non ist übrigens... Ach nee, das ist dieser Würfel. Okay, da... Letzte Bombe. Das muss stimmen. Oh, jetzt haben wir wieder keine Bomben. Was soll's? Wir haben ja eh 9 Leben und Monstro 2. Oh nein, ich habe Leben verloren. Aber für Stärke tue ich alles. Pau, 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 pau. So, Monstro, du willst also an meinem Schwert sterben, ja? An meinem Messer der Missgunst. Gut. Du hast es nicht anders gewollt. Und wir kriegen tatsächlich nochmal den... Okay. Ist da ein Stein? Das ist tatsächlich ein Stein. Jetzt haben wir keine Bomben. Oh mein Gott. Was zur Hölle. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Nein, hier ist auch noch ein blauer Stein. Jetzt kommt alles zusammen. Wieso habe ich meine ganzen Bomben eingesetzt? Jetzt kommen wir da oben nicht mehr vorbei. Wir können einfach gar nichts machen. Nein.
Na toll. Ja, schön. Nicht so schön, aber trotzdem schön. Warte, wir müssen bis zum Teufel. Oh Gott. Die Challenge wird ja dann noch richtig lange dauern. Und wir sind schon bei Minute 40. Auweia. Auweia. Oh, warte, da mein Herz. Aber das kann ich eh nicht einsammeln. Na gut. Dann doch nicht, na warte. So. Schon wieder so ein doppelten Raum. Wie viele von diesen doppelten Räumen kriegen wir denn? Und wieso werden wir andauernd teleportiert? Das ist ein komischer One. Yay. Wir können fliegen. Wir sehen fast aus wie... Ja, wir sehen wirklich fast aus wie der Dark Bomb. Noch schneller, ja gut. Warum nicht? Unsere blauen Herzen haben wir ja trotzdem noch. Und selbst wenn wir sterben, haben wir noch ein paar Leben. Noch ein paar weitere, so 9 ungefähr. Tachchen. Oh, aber fliegen ist doch richtig geil. Wieso? Wir werden einfach bei jeder Kiste teleportiert. Kann euch denn ernst sein, Spiel? Oh, okay, jetzt will ich nochmal in den Shop. Wenn wir jetzt schon so viel Geld haben. Und Schlüssel haben wir sowieso den ganzen One genug. So, oh, Wealth Penny. Oder Burn, war das der Burn Penny? Das war wahrscheinlich der Burn Penny. Dann würden wir auf jeden Fall mehr Bomben bekommen. Komm, sammeln wir mal kurz ein. Wealth of Chaos. Deswegen komme ich auf Wealth Penny. Aha. Wie die einfach trotzdem schießen können, obwohl sie Angst vor uns haben. Ist ja voll paradox. Ich hasse euch. Bitte sterbt einfach. Und lasst mir Bomben da. Ihr netten kleinen Shopkeeper-Köpfe. Vielen Dank für die keine Bombe. So, Kettenreaktion. Okay. Habt ihr anscheinend verlernt? Ne, habt ihr doch noch nicht. Okay. Bomben, sehr schön. Wheel of Fortune, auch sehr schön. Wir schauen mal in den Shop rein. BFF. Oh, wird dadurch unser Messer sterben? Komm. Ja, unser Messer ist einfach größer als wir. Ja, gut. Habe ich nichts gegen. Unser Messer macht jetzt noch mehr Schaden als vorher, oder wie? Richtig krass. Aber richtig krass. Jo, und es fängt natürlich jetzt auch viel mehr ab. Nice. Sterbt alle an meinem Messer. Hammergeil. Wir haben einfach das Messer der Finsternis. War da eine... Nee, was war denn das für ein Raum da unten? Der hier. Achso, ja, stimmt. Genau. Ja, mach du mal. Ich hab ein Messer. Ich warne dich. Okay, irgendwie war das mit dem Messer vielleicht bei dem Gegner jetzt keine gute Idee. Ich sehe es ja ein. Aber mit dem ist das eine gute Idee. Pass auf. Nein, doch nicht. Ich hab mich geirrt. Stirb bitte einfach. Danke. So viele rote Herzen und wir können sie alle nicht gebrauchen. Hätten wir den Duck Bomb, dann... Oh. Und ich konnte ihn sogar kaufen. Und dann gehe ich da einfach aus dem Raum raus. Wie so ein Vollhorst. Au. Shit. Okay, das war klar, dass ich da wieder reinlaufe, weil ich bei denen immer da reinlaufe. Naja, ist ja noch nichts verloren. So, ist die Frage, wollen wir... Ne, jetzt haben wir genug Bomben an sich. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich nochmal rein. Eventuell kommt da was Gutes raus, genau. Emperor, könnten wir theoretisch sofort hin? Das ist schön. Und Treubomben? Nein. Gut, müssen wir die selber aufsprengen. Broken Dingensbums, der Emperor. Hallo, Mutti.
Oh, unser Messer. Unser Messer wird so viel Schaden machen. Jo. Richtig nice. Stört Modi. Okay. Das war einfach noch ein HP-Up. Das ist nicht gut. Nee, HP-Up ist nicht gut. Dürfen wir keine roten Herzen einsammeln? Müssen wir dran denken. Sonst ist unser Hure von Babylon-Effekt weg. Allerdings sollten wir vielleicht noch ein paar blaue Herzen finden. Sonst wird das wahrscheinlich gegen den Satan ein bisschen schwer. Obwohl 5 Herzen da wohl auch lang würden. Bin ich mir relativ sicher. Oh Gott, ich hasse euch. Nein. Eure Köpfe fliegen immer so komisch. Oh, Hilfe. Dieser Raum ist böse. Wieso habe ich nicht irgendein Buch oder irgendeine Karte, die allen Gegnern im Raum Schaden macht? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Ah, okay. So langsam wird jetzt ja wenigstens mal leerer. Puh, okay. Haben wir das auch überlebt. Und hier ist schon der Boss. Okay. Loki mal 2. Hallo Loki mal 2. Wir können fliegen. Was kannst du? Kannst du etwa auch fliegen? Wo sind die Lokis hin? Sind die etwa da drüben? Oh Gott, ich habe richtig Angst. Gut, dass die Dinger hier nicht rüberkommen können. Und gut, dass Loki hier auch nicht rauf kann. Wie eint. Oh Gott, jetzt sind die auch noch auf beiden Seiten. Okay, einen müssen wir mal töten. Das wäre angenehmer. Wir sind hier einfach im Kreuzfeuer. Oh mein Gott. Gut, der sollte an sich eigentlich gleich tot sein, oder? Nicht? Komm schon, Loki, du kannst nicht so viele Leben haben, das geht nicht. Die Fliege habe ich bei The Way schon wieder nicht gesehen. Gut, dass wir so eine große Reichweite haben. Was, die Dinger bleiben... Damage up. Okay, hat sich nichts verändert? Nee, sind immer noch bei 5. Hi. Der packt... So. Oh, das habe ich schon mitgenommen. Damage Up und Tears Up. Ja, merke ich nichts von. Von dem Damage Up, aber gut. Gehen wir nochmal in den Challenge-Raum und schauen, was wir hier kriegen. Ein paar Pillen und blaue Herzen. Oh. Ist das jetzt vielleicht? Nee. Hä, unser Schaden ist nicht höher gegangen dadurch, durch den Pakt. Aber doch, wir sind stärker geworden. Da bin ich mir recht sicher. Ich meine, wir haben 2 ganze Herzen dafür geopfert. Lemon Party! Tut. 2 ganze Herzen dafür geopfert. Was? Der verliert Leben an der Lemon Party? Ich dachte, der schwebt. Scheinbar nicht. Was kommt jetzt noch? Du. Ja gut. Ja gut. Du haust ja vor uns ab. Du hast ja immer Angst vor uns. Dabei färben wir dich immer nur pink ein. Oh. Hilfe. Pink ein. Beziehungsweise türkis. Nee, türkis. Ne, ihr wisst schon. Das andere, Purple, Lila. Aha, diesmal nicht. Diesmal nicht. So, wir haben eigentlich ganz schön viele Leben. Ich müsste hier gar nicht weiter rumgucken. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich es mache. Ich bin voll der heftige Adventure. Deswegen mache ich das. Wir sind sowieso so stark, dass alles sofort stirbt. Alles, was uns nur anguckt, ist tot. Sehr schön. Wollen wir da mal rein? Komm, wir gehen da mal rein und können uns rausteleporten. Cool, wie wir sind. Und kommen einfach in den Geheimraum, wo noch mal... In den Supergeheimraum sogar, wo einfach noch mal 2 blaue Herzen drin sind. Nice. Ja gut. Wir töten die als erstes. Wenn es dir genehm ist. Klon. So. Nee. Oh, jetzt müssen wir ja voll den Umweg laufen. Aber dafür haben wir ja 2 blaue Herzen bekommen. Dafür gehen wir doch gerne einen Umweg. So, und dich können wir eigentlich auch mit dem Schwert töten, merke ich gerade so. Okay, dieser Raum ist blöd. Tschüss, Raum. Bye, bye. Dieser Raum geht sogar. Wenn der sich denn mal öffnet. Öffne dich, aua. Öffne dich mir.
Komm schon. Komm schon. Öffne dich. Ah, hi. Oh, wie süß das war. Er ist gerade geschlüpft und dann töten wir ihn. Blablabla. Grausam, wie wir sind. Okay, ich glaube, wir haben... Nee. Wir haben 2 gekriegt und 2 verloren auf dem Weg wieder hier zurück. Ja gut. Also hat das eigentlich gar nichts gebracht. Sind jetzt aber schon bei Mutters Herz angelangt. Kriegen hier nur eine blaue Kiste. Nö. Nö. Eine rote Kiste. Können wir eigentlich da durchschießen? Nee. Okay, ich will in die Mitte kommen. Da könnt ihr mir nämlich gar nichts. So. Hier könnt ihr mir gar nichts. Haha. Und in kleinen Scheißhaufen könnt ihr mir sowieso nichts. Haha. So. Ich werde euch alle töten. Alle. Alle. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Okay. Wenn man verrückt wird, wenn man Scheiße tötet, dann sollte man mal zum Arzt gehen. Hat mir mein Arzt gesagt. Mein Psychologe auch. Nein, das sind diese Roten. Habe ich nicht gesehen. Shit. Shit. Habe ich einfach ein Leben umsonst verloren. Ist jetzt unser Dämm... Nee, auch noch nicht. Immer noch 5. Und wir haben einfach noch kein einziges Space-Item gefunden. Ich glaube, bei dieser... Oh. Bei dieser Challenge kann man einfach gar keine Space-Items finden, damit man die ganze Zeit nur dieses Selbstopferungsteil da hat. Weil das ja quasi zur Challenge gehört, so. Aber die hätten mir echt nicht diesen Dagger geben dürfen. Mit dem mache ich alles kaputt. Sogar kleine Scheißhaufen. Gut. Mutters Herz, bist du hier vielleicht irgendwo? Dieser Raum ist doof. Wir sind so sau klein und wir sehen richtig aus wie ein Dark Bum. Nur ein bisschen böser und nicht so süß. Aber sonst... Au. Blödian, Blödian-Auge. Immer diese Blödian-Auges. Auges, Augen. Au, Mann, wir sind zu schnell. Wie schnell sind wir denn eigentlich? Nur 4. Es geht noch schneller? Echt? Ich finde, wir sind schon ziemlich schnell. Na gut. Also noch schneller will ich eigentlich nicht werden. Ist hier irgendwo ein X-Stein dabei? Ach, wir sprengen einfach mal in der Mitte irgendwas weg. Vielleicht haben wir ja Glück, aber nö. Vielleicht haben wir hier ja Glück. Da! Hat sich geöffnet. So. Und pow! Oh, wir haben echt mal Glück. Das ist nett. Das ist nett, Spiel. Taschen. Ob dann auch in der Challenge-List da ist oder trotzdem das Herz? Gleich werden wir es wissen. Na? Okay, es ist trotzdem nicht Liz. Hilfe. Gucken die Augen von uns weg? Wenn wir die so angsteinflößend machen? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob ich mein Teil einsetzen soll. Mein Space-Item. Damit wir mal ein bisschen schneller besiegen. Allerdings... Sieht das halt ein ganzes Leben ab. Ich könnte es einsetzen, wenn ich sehe, dass es... Jo! Dass es eh keinen Ausweg gibt. Wieso spawnt da ein Bossgegner? Hallo? Übertreib! Ist richtig. Ich meine, das hat das alte Herz auch gemacht bei dem alten Isaac. Ah, wow, ja, geh ab! Hallo? Was sollen wir denn machen, wenn man hier viel zu langsam ist? Okay, okay. Ist das Lips noch schwieriger oder was? Boah, hör mal auf. Mann. Gut, haben wir wenigstens noch den Geheimraum, wo leider nur ein bisschen Geld drin ist. Ja, gut. Dann ab zum Teufel. Mit unseren 6 Herzen. Ah, hallo Teufel. Nee, für eine rote Kiste lohnt sich das auf jeden Fall nicht. So.
Bei euch wissen wir jetzt, was ihr macht, wenn ihr loskommt. Deswegen töte ich dich lieber ein bisschen davor. Und auf dem großen Raum habe ich wirklich keine Lust. Oh Gott. Au! Das blaue Stein, das ist schön. Ist voll verwirrend, wenn die Angst haben und dann doch keine Angst mehr haben. So, wir haben auf jeden Fall mehr Herzen, als wie wir hier reingekommen sind. So, Trollbombe. Warte, war hier noch ein blauer Stein? Nein. Nein, war da leider nicht. Ich habe so die Vermutung, dass wir durch den großen Raum gehen müssen. Ist nur so eine Vermutung. Pink. Poison Shots. Okay, das wird uns vielleicht nochmal helfen. Oh, die sieht mir ja richtig schlecht. Die sind so komisch dunkelgrün dann. Na gut. Das ist natürlich keine Herausforderung für uns. Das ist auch ein geschenkter Raum. Wir haben nur eine Bombe. Und du bist auch einfach. Wir machen einfach viel zu viel Schaden. Schade, dass er uns noch getroffen hat. Haha, du bist gepoisoned. Hä, der Poison-Effekt hält ja richtig kurz nur an. So. Okay, der macht einfach gar nichts, aber der explodiert, glaube ich, genau. Genau, habe ich mir gemerkt. Oh nein, das ist das auch noch so eine riesige Ebene einfach. Solange ich nicht in den großen Raum muss, ist ja alles gut. Temperance behalten wir erstmal noch, falls ich aus Versehen irgendwie ein HP ab einsammeln, doppeltes oder so, dass wir da dann unsere roten Herzen nochmal lassen können. Au, und hier ist der Boss. Was ist das denn für ein Blödmann-Gegner? Krass, okay. Schade, aber auch gehen wir halt zum Satan. Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Ah, und 5 Leben und dann noch ein paar Leben. Teil dich, teil dich, teil dich. Okay, komm, wir setzen das einmal ein. Das wird sich wahrscheinlich lohnen. Wenn wir es in diesem Versuch nicht schaffen... Oh nein. Wäre das schon echt scheiße. Vor allem, weil wir jetzt einfach stärker geworden sind. Aber wir haben ja 3 Leben. Ah, stimmt, das ist ja erst die erste Version. Oh nein, der hat ja mehrere. Die Version habe ich ganz vergessen von ihm. Oh Gott, nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Stirb. Oh nein, werden wir nicht schaffen. Nein, ich hab's gefailed. Ich hab's gefailed. Wir dürfen einfach nur nicht in diese kleinen Dinger rein. Ah, nein! Wieso spawnen die immer da, wo ich bin? Mistviecher! Shit. Ja, kannst vergessen. Ja, gut, jetzt haben wir 7 Chancen noch, den Teufel mit einem Leben zu besiegen. Das heißt, wir dürfen einfach kein einziges Mal getroffen werden beim Teufel. Oh nein, das wird ein Spaß, Leute. Das wird ein Spaß. Ja. Shit. Ich laufe immer in diese Dinger rein. Weil die einfach so random spawnen. Und ihr seid richtig böse. Wisst ihr das? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Gib mir jetzt gefälligst... gib mir blaue Herzen. Ich brauche sie. Ich brauche blaue Herzen. Komm schon, du kannst mich jetzt nicht einfach beim Teufel versagen lassen, Spiel. Das kannst du einfach nicht bringen. Das wäre ein bisschen unfair. Bin ich so weit gekommen und dann hier zu verlieren, wäre blöd. Mehr als blöd.
Ist ja vielleicht irgendwo ein blauer Stein, sodass wir die ausnutzen könnten dafür irgendwie? Nee. Wir können die trotzdem ausnutzen, die ganzen Steine mal zu sprengen. Kann ja immer was drin sein. Mann, da machen wir so viel Schaden. Schaffen das fast. Und dann laufen wir wieder gegen so ein Teil gegen. Sind wir auch mit dem Blue Baby schon? Das ist doch doof, ist das doch. Lemon Party. Weiß ich nicht, ob es den Teufel treffen würde. Death. Ja, keine blauen Herzen für uns. Wir können höchstens nach einem Geheimraum noch suchen und hoffen, dass da irgendwas Gutes drin ist. Allerdings finden wir den wohl auch nicht. Okay, doch. Eine Batterie. Ja, das brauchte ich jetzt. Genau das brauchte ich, eine Batterie. Joa. Leute, mit einem Leben werde ich den wahrscheinlich... ich hätte die blauen Feuer hier kaputt machen sollen mit meinen Bomben. Ja. Gut, dann fröhliches Sterben, würde ich sagen. Happy Dying! Happy Dying, Satan! Ich schaff dich bestimmt nicht, mit nur einem Leben zu verlieren. Also ich darf ja kein Leben verlieren. Das ist es ja. Ich werde auf jeden Fall... Ja, ich muss nur ein einziges Mal getroffen werden und habe schon verloren. Ist das lächerlich? Ist das lächerlich, Satan? Du bist so lächerlich. So lächerlich. Natürlich, wir kriegen nicht mal die zweite Form hin. Ist okay. Sowas hasse ich ja. Kurz vom Ziel. Gut, jetzt bin ich auch noch unkonzentriert. Hammergeil. Was auch sonst? Was verdammt auch sonst? Shit. Mann, das ärgert mich gerade richtig. Mann, Satan, du Blödkopf. Wieso machst... Würde der nicht seine komischen Schlängeldinger da machen in seiner dritten Form, dann wäre alles okay. Aber er muss sie natürlich immer da spawnen, wo man dann gerade hinläuft. Und nur aus diesem Grund sterbe ich jedes Mal. Ich kann nicht mal den Dingern hier ausweichen. Letztes Leben. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Ja, gut, dann ist halt schade, aber kann man nichts gegen machen. Der Teufel ist halt einfach blöd zu uns. Ich sterbe jetzt garantiert nicht an so einer Made. Garantiert nicht. Gib mir bitte ein blaues Herz. Ach, Monstro kommt auch noch. Ja gut.
Double Monstro ist natürlich süß. Vor allem, wenn sie Angst haben und einfach woanders hinspringen, als man das denkt, wo sie hinspringen. Ist das auch immer richtig süß. Und jetzt gebt mir bitte blaue Herzen. Ja, genau. Genau das wollte ich haben. Spiel. Lemon Party. Lemon Party macht dir noch eh keinen Schaden, oder? Der fliegt doch auf jeden Fall. Ach man. Das ist gerade richtig traurig. Jo, das war's dann. Wir hatten so viel Stuff, aber nur ein Leben am Ende. So ein Bullshit. Blöde Challenge, Darkness Falls. Gut, die probieren wir dann irgendwann anders nochmal. Nächstes Mal einfach wieder einen normalen One. Mann, ich hasse diese Explosionsviecher, die beim Teufel einfach spawnen. Weil ich da jedes Mal reinlaufe. Es ist nicht das Problem, dass sie explodieren. Und das, der Teufel ist auch nicht das Problem. Aber diese Explosionsdinger. What the fuck? Ohne die hätte ich das geschafft. Na ja, gut. Die Folge ist jetzt auch schon wieder über eine Stunde lang und wir haben in dieser Stunde nichts geschafft. Das ist immer schön, oder? Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal mit hoffentlich mehr Erfolg und tschüss.